Soeben hat uns folgende Eilmeldung aus dem Libanon erreicht. Bei einem Gewaltausbruch während Protesten sind 6 Menschen getötet worden. Das hat das libanesische Innenministerium mitgeteilt. Die Proteste richteten sich gegen den Ermittlungsrichter im Fall der Explosionskatastrophe im Beiruter Hafen. Hier sehen wir gerade Live-Bilder aus Beirut, ein gepanzertes Fahrzeug, was offensichtlich zum Tatort, zum Ort des Geschehens vorfährt. Aus einem Hochhaus in einem Wohnviertel seien die Schüsse gefallen und es waren auch Detonationen zu hören. Und die Schüsse sind zunächst von einem überwiegend von Christen bewohnten Stadtviertel aus abgegeben worden. Die Armee hat mitgeteilt, es sei auf Demonstranten geschossen worden, die auf dem Weg zum Justizpalast gewesen sind. Anhänger der schiitischen Hisbollah-Miliz, die wollten gegen die juristische Aufarbeitung der verheerenden Hafenexplosion demonstrieren, bei der im August 2020 mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen sind. Unzählige Gebäude wurden damals zerstört und hier sehen Sie auch im Hintergrund Rauchschwaden und man hört nach wie vor Schüsse. Viele Schusssalven und wenn ich es richtig sehe, hat man auch aus dem einen Fenster gerade Rauch gesehen, aber es kann auch dahinter sein. Diese Bilder erreichen uns gerade, ohne dass wir Ihnen genau sagen können, woher die sind. Wir können hier nur vermuten, aber wir sehen, die Armee ist im Einsatz und es hört sich nicht so an, als ob es da vorbei wäre und wir werden im Laufe der Sendung noch mehr darüber berichten. Sobald wir Näheres dazu wissen, blicken wir wieder in den Libanon, genauer gesagt nach Beirut.